Mann. Auf dem Weg! Ich ziele! Hat einen von uns erwischt! Ey, ich find's schon krass, also natürlich Phoenix um einiges besser, wenn man den Leuten hier was abschneiden könnte. Also wenn die so auf dem Boden liegen, muss das nicht sein, weil das ist scheiße. Aber im Kampf wäre das um einiges realistischer. Also das fände ich schon cool. War ja bei Academy auch so, vielleicht wird es ja noch gemacht, weil die Viecher kann man ja zerschnipseln. Oh. Genau. Aber an sich finde ich es schon in Warnung. Dieser Bereich ist gesperrt. Imperial Code 94364. Kein Verkauf oder Handel. Ich finde es aber richtig krass, weil der Karl, also wir haben sehr viele, sehr aggressive Macht. Oh, cool. Machteigenschaften, also so dieses Verlangsamen und dann Schnetzeln ist neuer Sender erhalten. Genau, das ist relativ böse, sag ich mal, aber was aggressiv ist, ist dieses Vorsprinten und ja, schnell angreifen quasi. Ja, diese aggressiven Vorspringen-Ding. Okay, verlassenes Dorf. Hast du irgendwo meine Rationen gesehen? Nein, aber der Geruch lockt die Skaffs an. Hast du sie etwa offen rumliegen lassen? Verdammte Ratten, ich war nur eine Sekunde weg. Warte. Achso. Okay, hier sind einige. Ah, hätte ich einen Sniper, wäre es cool. 1, 2, 3. 1, okay. Dann warte ich mal kurz, bis die ein bisschen... bei diesem Move hat er nur ein Lichtschwert. Das wurde ein bisschen, naja, nicht sauber programmiert, sag ich mal, dass er das nur mit einem Lichtschwert macht und nicht mit zwei. Kann einige Angriffe mit Lichtschwertern blocken, hält aber nicht allzu lange stand. Im Einzelkampf leicht zu besiegen, aber in Gruppe gefährlich. Ja. Das ist wahr. Rucksack. Okay. Nimm sie und geh. Ich locke sie weg. Asta, nein. Oh, getrennt. Eine Tasche, die eine Familie zurückließ, als sie getrennt wurde. Der Vater sorgte für ein Ablenkungsmanöver, wodurch die Mutter mit ihrem Kind entkommen konnte. Naja, entkommen konnte ist so ein Ding, ne? Also... Das war wahrscheinlich die mit dem Baby. Ja. Ich muss die Wunden versorgen. Ach ja. Ja, scannen. Das sind alles Lügen. Das Imperium wollte nur das Land. Räumungsbefehl. Räumungsbefehl. Alle Zivilisten haben sich umgehend zur Umsiedlung einzufinden. Plünderer werden erschossen. Gemäß Imperial Code keinen Verkauf und blablabla. Tja. Du hättest nicht herkommen sollen.
Entschuldigung. So. Ja, alles wurde geräumt, ne? So. Hab dich. Hab dich auch. Hab dich auch lieb. So, dann schauen wir mal kurz, was ist da drüben. Achso. Findet ihn, ich bin hier reingegangen. Hey. So dumm wie Druiden. So. Was geht hier ab? Nee, nichts wirklich Spannendes. Oh. Da oben sind noch welche. Ich schau mal darüber. Aber hier ist, glaube ich, nichts. Nee. Okay, alles klar. Dann, hier gibt es schon einige Wege. Verfügbar. Ja, jetzt ist es verfügbar. Genau, da drüben geht es noch weiter und hier unten geht es noch weiter. Ah, da geht's zum Speicherpunkt. Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Krass, das muss ja ein heftiges Rohr sein, dass das hier einfach so mehr oder weniger frei schwimmen kann. Und ich hier drauf laufen kann. So, meditieren. Ich ruhe mich mal aus, oder? Dann sind zwar alle wieder da. Ja, aber dann habe ich wieder volle... Ach, verdammt, ich dachte, wir hätten jetzt 5. So hat es ja nicht wirklich was gebracht. Naja, egal. Wir haben die Pflicht, alle Welten für das Imperium zu sichern. Dazu müssen wir unsere Befehle buchstabengetreu ausführen. Alles andere wäre Insubordination. Ist das klar, Soldat? Ja, Sir. Tut mir leid, Sir. Insubiation. Die Pause ist vorbei. Ja? Er blockt. Wichtig. Greif ihn an, schnell! Hey, was ist los? Verfolge den Eindringling. Nähert euch vorsichtig. Hinweg! Ja, das macht Spaß. Ich kann das Ziel nicht erreichen. Telefon oder was? Okay. Bist du im Griff? Ich hab den Griff. Oh, der klang echt schon fast niedlich. So, ja, habe ich das im Griff? Achtung, Bedrohung! Okay. Hol wir ihn! Greif ihn an! Ich hätte nie gedacht, dass ich als Letzte übrig bleibe. Ich werde deine Verteidigung besprechen. Du hast auch gesehen, wie einfach die anderen für mich waren. So, dann gehen wir mal weiter. Hey, du da, komm her. Jo. Was ist los? Hiermit bestätigt. Wir lassen uns nicht in die Flucht schlagen. Tank ihn! Schluss mit Ausweichen. Mach jetzt keinen Fehler. Hilfe! Stim! Gib auf, los! Du bist ziemlich schnell! Du wirst nicht weit kommen! Ich werde nicht nachlassen! Ah, jetzt block halt! Uiuiui. Beeilung! Ja, schon besser. Auf den Punkt! Ah, Gott. Okay.
Der war schon heftiger. Ja, Commander. Kann blockieren, Paraden und spezielle Drehtechnik einsetzen. Höhere Ausdauer als ihre Untergebenen. So, ja. Da habe ich einige Male verkackt zu blocken. Was natürlich nicht sehr gut war. Gut, da vorne ist wieder ein... noch ein Rucksack. Wohin bringst du uns? Das Imperium hat die Dorfbewohner vertrieben. Flüchtlinge verschifft in Arbeitslager und Schlimmeres. Die Vertreibung. Ein von Dorfbewohnern zurückgelassenes Bündel, als sie vom Imperium aus ihren Häusern getrieben und in Arbeitslager oder Schlimmeres gebracht wurden. Ja, ja. Ja. Aber der Palpatine hat es richtig clever gemacht. Er hat es ja dann so aussehen lassen, dass die Jedis schuld am Krieg waren. Und so waren alle froh, dass die Jedi dann endlich tot waren. So, warte mal. Da links daneben gibt es anscheinend noch was ich übersehen habe. Hatte irgendein... Da oben war sie. Ja, da waren ja noch welche. Habe ich schon wieder voll vergessen. So. Ich könnte zwar wieder ausruhen, aber ja, das mache ich jetzt nicht. Versetzung wurde nicht beantragt. Gut. Schlecht für ihn. Jemand anderes soll ihn erledigen. Alle verbündeten Einheiten am Boden. Oh, okay. Ist das wieder ein Skin-Ding, was oder? Ist das BD1? Neue Lichtschwerthülse. Pflicht und Entschlossenheit. Das ist ja schön. Hilfst du mir mal? Ich bin dir dankbar. Ja. Aha, da drüben geht's. Das ist auch ein ziemlich blöd. Was machst du hier? Ich. Schneller als ich dachte. Ja. Yep. Dann schauen wir mal kurz bei dem Echo. Ah nee, das ist ein Ding. Ja, cool. Dann ruhen wir uns mal aus. Weil dann gehen wir hier weiter. Turbinenanlage. Das ist die Wand, die ich nicht mehr klettern kann. Ja. So. Uiuiui. Das hier immer, also in Star Wars, immer alles so krass hoch gebaut wird. Oder so voller tiefer Schluchten und was weiß ich. Hey! Hey! So sagst du das immer. Was war da drin? Lichtschwertmaterial, Kupfer. Interessant. Interagieren. Was ist dieses? Ist das ein Schiff?
Also, nee, warte, ich... Hier, das da. Oh, ich glaube, das ist, sind die Konturen vom Felsen. Okay, sowas sollte eigentlich nicht passieren, aber okay. Alter. Schön. Schön, schön, schön. Warte, da mache ich wieder... ein Lichtschwert. Ich wollte gerade noch ausweichen. So. Hier geht's wahrscheinlich allgemein weiter, ne? Aber da drüben halt auch. Ja, aber ja, ich gehe erstmal hier lang. Problem werden. Kannst du mir mal helfen? Das war knapp. Das fühlt sich besser an. Das war krass knapp. Pilak. Werden sie provoziert, können Pilaks aufgrund ihrer schlechten Augen den Kurs nur bedingt ändern. Und zerschmettern häufig an... zerschmettern häufig am Fels, wenn sie angreifen. Also, die bekommen quasi Damage, oder was? Pilak haben auch, haben auf Gebirgspässen dank ihrer Hufen einen sicheren Stand und werden von den starken Winden auf Sepho nicht beeinträchtigt. Ja, das ist sehr interessant. Aber wir haben den doch nicht provoziert. Holokronkenkarte. Alter, hier geht's ja... da oben. Also hier muss ich wirklich hin. Dann schaue ich mir sogar erst das andere an. Komme ich da überhaupt wieder zurück? Nee. Ich kann da nicht mehr zurück. Na gut. Stimmt, BD1. Dann machen wir, gehen wir beim zweiten Durchgang einfach. Bequatschen die irgendwas? Oh, ich hab Hunger. Das reduziert die Qualität meiner Haltung und meiner Zielsicherheit. Das überrascht mich nicht. Die Rationen hier sind entsetzlich klein. Ich sage nur, dass es nicht meine Schuld ist, wenn ich ein Ziel verfehle. Nice, dass die halt dann sowas reinbringen, ne? Wir werden problemlos gewinnen. Mhm. Verbreiter ist gefallen. Hunderten Einheiten am Boden. Du kleiner Schlafmila, du. Du kleiner Schlafmila. Wirf mir ein Stim her, BD1. Das war zu früh. Wenn ich jetzt hochgehe, dann... ja. Es war wieder zu früh, aber ich muss jetzt... Oh Gott. Danke. Ah, das war zu spät, Mann. Nein, das war zu spät. Oh, Mann.
Okay, ich muss ungefähr. Ah, da jetzt. Was konnte ich denn davor gerade eben untersuchen? Da war doch kurz E für untersuchen. Ja, oder nicht? Oh, schwebende Papierblätter, bla. Ah, okay, ich bin das war nicht so gut. Abkürzung. Wohin? Scannst du wieder? Ah, hierhin. Mein Freund, seit ich Bogano verlassen habe, habe ich mehr über die Sepho erfahren, als ich für möglich hielt. Mein Schrott. Aha, die Stimme war im BD1. Sind wir jetzt... Ah, wir sind jetzt hier. So. Ja, dann können wir ja kurz hier... weitergehen. Und zwar da hinten hin. Dahin. Weil da müssen wir ja so oder so hin. Deswegen gehe ich jetzt mal kurz nochmal zurück. Ist halt immer so eine 50-50 Chance hier, ob man den richtigen Weg nimmt oder den vorgegebenen, sag ich mal. Nee, hier sind wir genau falsch. Andere Richtung. Entschuldigung. Hui. Hier lang. Nee. Ah, fu. Wir waren sogar richtig. Warte, aber erstmal will ich speichern. Also ausruhen. Ich meine, die sind ja eh wieder da.